Was ist dir heilig? Meine Couch im Wohnzimmer. Ja, also vor allem nachdem ich aus Bolivien zurückkam, war mir heilig einfach eine richtig schöne heiße Dusche mit viel Wasser. Was ist dir heilig? Mir ist heilig, auch mal ein bisschen Zeit draußen in der Natur zu verbringen und mal ein bisschen vom Alltagsstress wegzukommen. Meine Familie, meine Tochter. Dass es allen gut geht, Gesundheit. Dankeschön. Ja. Was ist dir heilig? Heilig sind mir die Menschen. Ich studiere Theologie, um eben mal Pastoralreferentin zu werden und den Menschen zu dienen. Heilig sind mir vor allem die Dinge, die mir wichtig sind, die eine Bedeutung für mich haben. Und das sind vor allem die Menschen um mich herum, die Beziehungen, die ich habe zur Familie, zu meinem Freund, zu guten Freunden. Ja, zu allem, das mir scheint, dass ich es wertschätzen sollte. Und ja, um Beziehungspflege geht es auch immer im Religionsunterricht. Dazu haben wir noch eine tolle Veranstaltung. Beziehungen habe ich auch zu Gott. Auch die Beziehung zu Gott ist mir heilig. Und weil Gott im Beruf Zukunft gibt, gibt es den Religionsunterricht an Berufsschulen.